Hey Leute, willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wo sind wir überhaupt? Wir sind immer noch in Findals Haus. Ja, hier haben wir aufgehört das letzte Mal, hier sind wir noch. Wir haben ihm mit seiner Liebe geholfen. Wenn auch mehr oder weniger unfreiwillig. Naja, es ruckelt wieder am Anfang so ein bisschen. Ich meine, es ist nur am Anfang so. Es kam in der letzten Folge so vor, als wäre es danach nicht mehr. Wir gehen auf alle Fälle jetzt, glaube ich. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich weiß nicht, gibt's hier noch was Schönes? Herbans Bestiary, Ice Wraiths. Ja, das sind immer ganz schöne Bücher, finde ich. Diese Bestiaries. Vor allem das über die Trolle. Ich werde vielleicht auch mal ein paar Bücher vorlesen. Ich werde auf jeden Fall ein... Oh, das nehmen wir mit. Gib mir. Brauchen wir für einen Wasserschlauch. Ich weiß noch nicht, wofür man da Papier braucht, aber das ist mir völlig egal. Wir brauchen es und das reicht mir. So, nehmen wir auch mit. Den brauchen wir nicht wirklich, den kannst du behalten. So, Brot nehmen wir auch, danke. Wir müssen uns ein bisschen eindecken, wir haben eine lange Reise vor uns. Und, ich weiß nicht, ob ich den Wein mitnehmen soll. Ich will eigentlich nur leere Flaschen haben, verdammt. Leere Flaschen würden mir reichen. Kochen können wir, glaube ich, nix. Oh, du bist nicht wach, ne? Dann, die ist mir. So, was haben wir hier drin? Nur Mist. Ja, der Flagon funktioniert ja nicht, ist doof. Ja, komm, nimm mit. Gucken wir mal, trinken wir jetzt einfach mal schön, ne, einen auf den Durst. Hallo? Da ist Wein. Zack. Weiter. Gut. Empty Bottle added, sehr gut. So, wir brauchen einfach ein bisschen was auf Vorrat. Seht euch das mal an. Könnt ihr es sehen? Da ist eine Mod drauf, die das Vulkanglas wirklich durchsichtig macht. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Ich werde zwar leider nicht viel damit rumlaufen, aber vielleicht ja doch ein bisschen. Einfach nur, um das mal so ein bisschen zu zeigen. Ich fand nämlich richtig cool. Weil es vor allem auch eine ist, die es einfach realistischer macht und nicht so überzogen irgendwas oder so. Oder ich mache neue Waffen dazu oder irgendwie sowas. Achso, ein bisschen was konnten wir doch machen. Wir konnten Potatoes backen. Nom nom. Wir nehmen einfach mal so ein bisschen was mit aus seinem Garten. Er ist ja jetzt unser Freund und mag uns und wir finden ihn voll doof. Nein, ich finde ihn voll doof. Vielleicht mag unsere Heldin ihn ja und hätte ihn gerne für sich. Na, ich glaube nicht so. Hallo Findal, was tust du da? Warum bist du hier? Willst du mir was antun? Ich habe Feuerzauber, guck. Gut. Okay. Egal. ja, wir gehen mal weiter. Ich habe überlegt, Frostfall anzumachen, aber ich habe eben gemerkt, als ich es mal angemacht habe, dass man das Buch auch so finden kann, dass man so bekommt. Und dann startet sich Frostfall ganz von alleine. Deswegen werden wir jetzt einfach weitergehen. Wir spielen einfach mal drauf los. Ja, genau. Ich wollte noch ein bisschen Springwater für den Weg. Und wir werden dann ja sehen, wenn wir es bei einem Händler finden, dass sich das aktiviert. Am Anfang werden wir es also noch nicht haben. Ich möchte nämlich auch erstmal schauen, wie ich mit allem so klarkomme. Gucken, dass das auch alles soweit passt. Wir sind aber ganz schön beladen hier. Oh, oh. Mädel, Mädel, was bist du so beladen? Wartet mal. Ja, müssen wir erst nochmal gucken. Sprinten wir mal ein bisschen, würde ich sagen. Sieht cool aus. Das fand Brugger so cool, pass mal auf. Wenn man so rennt. So gut. Sieht beim Kerl noch ein bisschen ulkiger aus, finde ich. Ja, wir müssen mal gucken. War das hier? Ich meine doch. Waterskin. Lockpicks haben wir. 4 Stück, ist doch voll überzogen. Roll of Paper haben wir. Tundra Cotton und Leather Strips. Mist, Mist, Mist. Ja, Leather Strips ist kein Problem. Können wir ganz einfach so machen. Zack. Haben wir ein paar Leather Strips. Auf jeden Fall werden wir die jetzt noch zerhacken. Das ist super. Wir können Traveler's Tent machen. Das ist ja awesome. Aber wir haben... Nee, wir haben nichts dabei. 15 Weight. Really? Really? Alter. Das ist krank. Das ist ja richtig, richtig krank. Aber das machen wir. Das wiegt immer noch weniger als das, was wir jetzt so dabei haben. Wir nehmen auch ein bisschen noch Leder weg. Ich würde sagen, wir machen uns auch einfach mal was aus Leder. Einfach um ein bisschen den Skill zu trainieren. Weil, ja, wir werden noch genug finden, denke ich. Was ist hier das Billigste? 2 Strips, 1 Leather. Das ist gut. 2 Strips, 1 Leather ist das Beste. So, machen wir einfach ein paar. Ja, es ist am Anfang. Es wird noch nicht viel Action kommen, Leute. Ist hoffentlich nicht so schlimm, denn ich möchte erstmal, dass man sich so ein bisschen reinfindet in das Spiel, wisst ihr? Dass man so ein bisschen... Ja, Bracers brauchen wir jetzt auch nicht. Wir haben Fur, Fur ist besser. Dass man erstmal so ein bisschen, ne, so ein Gefühl dafür bekommt und alles. Dann können wir immer noch weitermachen.
Und richtig viel Action leben. Ich kann euch versprechen, es kommt sehr viel Action in diesem Spiel drin vor. Im Grunde fast nur Action. Deswegen ist es eigentlich vielleicht mal ganz schön, so ein bisschen ruhig, ein bisschen. Some Ja, may call ist this okay. junk. Me, I call them Ist treasures. okay, mein Freund. Ja, ich will so ein Backpack machen. Wie kann ich ein Backpack machen? Verdammt. Verdammisch. Wie man sieht, wir können hier noch nicht dieses Buch kaufen. Das heißt, A Survivor's Guide to Skyrim. Dieses Buch brauchen wir. Bärenherz und Rockerherz. Cool, es gibt wirklich Herzen überall. Okay. Oh, greatly decreased thirst. Awesome. Ist besser als das normale Wasser. Zwei Servings, okay. Das ist gut. Wir haben genug Wasser erstmal dabei, denke ich. Hoffe ich. Bete ich für. Ha. Ja. So, aber das kann weg. Das kann auch weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Last vermindert. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Okay, es muss nämlich alles weg, was wir nicht unbedingt brauchen, unbedingt benötigen, wie zum Beispiel. Ja, das kann auch weg, brauchen wir nicht. Restore Health brauchen wir. Ja. Random brauchen wir nicht. Ist unwichtig. Ist zu schwach. Okay, das brauchen wir auch alles. Und dann müssen wir gucken, dass wir damit klarkommen. Das Dumme ist, Till next time. ich habe eingestellt, dass bei den Nahrungsmitteln sie Sachen verderben. Ich weiß nicht, wie gut das sein wird oder wie schlecht, aber wir werden es hier sehen, gell? Ich muss ja erstmal gucken. Okay. Warum geht F1 nicht? Und F4 geht nicht. Okay, müssen wir gerade mal reingucken. Ah, F1 ist nicht belegt. Das ist schlecht. Wie können wir das nochmal machen? Hallo? Hallo? Ah, okay. Okay, dann werden wir den Longbow auf die 4 legen. Und. Ja. Nein. Ah, ja, es war klar. Achso, der ist sowieso schon auf der 4, dann brauchen wir das gar nicht. Dann werden wir das hier auf die 1 legen. So, und das hier auch. Nein, das hier auch auf die 1. Okay. Warum das auch immer jetzt weg ist. Blablabla, ungroup, weg, so. Safe Equip State. Ja, komm, ist okay. Kannst du machen. So. Das ist sehr gut. Der Longbow ist auf der 4. Haben wir. Läuft. Okay. Gut. Wir sind ausgerüstet. Wir gehen zum Staubmanns Hügelgrab. Dort oben. Das hieß doch, glaube ich, so, oder? Ich meine. Oh, seht mal, seht ihr das, was da fliegt? Hier seht ihr überall Vögel. Oh, ist das nicht hübsch? Skyrim ist belebt. Zumindest in der Version, die ich spiele. Denn, oh, mein Freund. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen was jagen. Oh Gott, hoffentlich treffe ich. Das wäre peinlich, wenn nicht. Oh, ich hab's getroffen. Nein, ich bin zu schlecht. Doppelter Damage und der ist immer noch nicht tot, das blöde Vieh. Komm. Gucken wir mal ein bisschen. Oh, sieht doch gar nicht schlecht aus. Schnell was gesammelt. Ist schlecht beim Jagen, aber. Es muss doch hier irgendwo hin sein. Das ist natürlich blöd. Wenn der Bogen zu schwach ist und ich das Vieh nicht töte, dann rennt es natürlich weg, ist klar. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Ich hoffe mal, wir finden es wieder. Das wäre gut. Ich würde gern mal einen Jagderfolg haben. Dann kann ich euch auch mal zeigen, was die Viecher haben. Und der rennt da hinten hoch, wirklich. Kleiner Arsch. Komm her. Lebt denn doch? Sieht aus, wäre gerade umgefallen. Ich kann leider nicht zielen, dazu müsste ich Bogen skillen, das will ich nicht. Oh Gott, hier gibt's Strömung. Ist ja awesome. Awesome, dass es das gibt. Was ist das für ein Vieh? Das ist aber nicht das, was ich gerade geschossen habe. Das sind Wölfe. Awesome. Hallo Wolf. Dann wirst du halt mein Jagderfolg heute werden. Und tot. Super. Ja, gut, irgendwas haben wir immerhin gejagt. Das ist schon mal gut. Wow, hat der viele Zähne. Ich weiß gar nicht, sollen wir die mitnehmen? Ja, Augen wiegen nix. Ja, Zähne wiegen auch nix. Komm, nimm mal mit. Den Wolfspelz nehmen wir mit. Aber rohes Fleisch ist halt nicht gut und das wiegt einfach viel zu viel, Leute. Ich würde euch ja gern zeigen. Oh, das brennt nach. Das ist ja hübsch. Gern zeigen, was der Dings hatte, aber irgendwie das Deer ist weg.
War das ein Wolf eben? Habe ich mich echt so verguckt? Na gut, ja, schade. Ich hätte jetzt gern mal was gejagt. Hab ich ja auch, aber leider ist es nicht verendet. Also, leider, ja, war mit hier, aber trotzdem. Das finde ich schade. Gut. Genießen wir mal den Ausblick so ein bisschen. Oh, seht ihr das? Guckt mal dort, was ist denn das? Sieht aus wie eine andere Stadt. Ja, da müssen wir auch noch hin. Können wir gucken? Ja. World Map. On the World Map, locations that you have discovered have light icons. While locations that you have only heard about have dark icons. Or shallow, ja. You can select any location you have discovered to fast travel to it. Werde ich nur sehr geringfügig nutzen. Ich werde zumindest versuchen. Hier ist White Run, seht ihr? Wir gucken genau drauf. Sehr cool, dass man echt so weit schauen kann, einfach mal. Finde ich. Sehr cool, dass mein PC das schafft. Ich bin ganz stolz. Ich sollte vielleicht auch einfach mal zur Sicherheit ein bisschen, ne, extra Kühlung machen. So. Ja, mit aufnehmen und allem. Super geil. Na gut, dann gehen wir jetzt mal Richtung... Oh Gott, Staubmanns Hügel, Grab, und wir werden gerade Richtung des Wasserfalls getrieben, was absolut nicht gut ist. Oh, seht mal, wie cool das ist. Seht nur, wie cool das ist. Wir können noch ertrinken, meine ich. Ja, meine Hübsche. Das Ding ist, Frostfall wird uns da einen ganz schönen Strich durch die Rechnung machen beim Jagen und ähnlichem. Das wird viel schwieriger werden, dadurch einfach, dass... Wenn wir nass sind, wird unsere Exposition erhöht, um mal so ein bisschen was über diese Mod zu erklären, die ich, was ich so schon so weiß. Und wird unsere Exposition erhöht, dann können wir nicht mehr lange draußen überleben und müssen uns trocknen und aufwärmen. Beziehungsweise die Kälte um uns herum macht uns dann noch anfälliger. Also wir werden noch anfälliger gegen diese Kälte. Das können wir mit einem Zauber verbessern oder so. Und wir können uns auch mit einem Zerstörungszauber, den wir uns auch noch selbst verletzen, trocknen. Da zünden wir uns im Grunde an. Die Zauber werde ich auf jeden Fall holen, Leute. Deswegen mache ich auch gerne Magier. Einfach mal, wir schleichen mal so ein bisschen. Und wollen eigentlich sammeln, aber es will nicht. Ist auch okay, ist schön. Ich glaube, das sind eingefügte Sachen. Oh, was hat uns da gesehen? Ich finde es sowieso schon so faszinierend, wie man weiß, dass man gesehen wurde. Oh Gott, Wolf. Okay, wie gesagt, ich werde... Oh, toll, wir haben Rock Joint. Jetzt sind wir doppelt krank. Das ist natürlich ultra awesome. Oh nein, komm her. Hey! Okay, das war dumm. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Warum rennt der Wolf jetzt weg? Ganz ehrlich. Feiger Hund. Das ist wirklich ein feiger Hund. wartet mal. Na, ah, nein, ich will doch nicht. So, Pfeil in... Rachen, dann ist gut. Oh Gott, Leute, das kann ja was geben. Den nehmen wir wieder mit. Den Pelz nehmen wir auch mit, die Augen und die paar Zähnchen. Super, dankeschön. Ja, großes Problem. Wie war jetzt Heilung? So war Heilung. So, okay. Wir haben momentan noch sehr schlechte Heilung. Wie gesagt, ich werde ein bisschen in Third Person kämpfen, gerade wenn es mit Schild und Schwert ist. Sonst wahrscheinlich weniger, mal gucken. Ich bin halt schlecht im Zielen und spiele ohne Fadenkreuz, außer hier mit Schleichen, aber naja, was soll's. Ist ja nicht schlimm. Aber das ist gut zum Bogenschießen, muss man sagen, denn sonst würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr treffen. Okay, ich glaube, hier ist erstmal nichts, wir gehen mal weiter. Oh, es ruckelt gerade schon wieder so ein bisschen, das ist ein bisschen doof. Das liegt aber an der Aufnahme, Leute. Ich nehme schon DxTory mit 4 Threads auf, also mit 4 Kernen. Und trotzdem macht er noch so ein bisschen Probleme. Vielleicht sollte ich es mal ein bisschen auf 6 erhöhen und mal gucken, ob es dann besser läuft. Oder runtersetzen und gucken, ob es dann besser läuft. Vielleicht ist es ja auch, dass er zu viel blockiert und Skyrim einfach ein bisschen mehr bräuchte und deswegen so ein kleines bisschen ruckelt. Wie lange haben wir denn schon? Ja, wir haben schon die halbe Folge rum, mein Gott. Ich komme hier gar nicht voran. Aber das soll auch so wirklich ein Langzeitprojekt sein. Einfach immer mal, wenn ich Lust drauf habe, ein bisschen spielen. Und das da sieht verdächtig aus, deswegen schleichen wir mal. So gut ist, da wird er immer ein bisschen hellhörig. Ja, ja. Wenn der Schleichstil hochgeht, heißt das immer, irgendjemand ist in der Nähe, der uns gerade zum Glück nicht sieht. Beziehungsweise wahrnimmt. Das Wahrnehmung hat ja nicht mal mit Sehen zu tun, hat auch mit Hören zu tun. Was ja auch von der Rüstung beeinflusst wird. Oh, seht ihr, da läuft jemand. Und what the fuck ist das? Da kämpft jemand. Okay, das ist sehr strange und gerade ruckelt es. Gerade gehen die Frames runter. Okay. Das ist schlecht, das ist komisch. Wir gehen einfach mal weiter. Gucken.
gucken wir, was da los ist. Irgendjemand kämpft da. Wer kämpft da? Ich will mal nicht vorrennen oder so, weil sollen sie doch kämpfen. Oh oh. Bist du böse auf mich? Der hat mich erkannt, aber greif mich nicht an. Das ist schon mal verdächtig. Ah, oh Scheiße. Okay, so viel dazu. Okay, das ist schlecht. Das ist schlecht, Leute. Oh Gott, Leute. Oh Gott, das kann ja was geben. Habe ich erwähnt, dass ich nicht mehr weiß, wo meine Dings sind? Oh Gott. Oh Gott, seht ihr, wie meine Ausdauer runtergeht? Der hat daneben geschlagen, das ist sehr gut. Also wenn wir richtig blocken mit dieser Mod, dann kriegen wir auch keine Ausdauer und sowas. Oh Gott, hallo, ich kann nicht schlagen. Oh, ich kann nicht schlagen! Wieso kann ich nicht schlagen? Oh Gott, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Okay, okay, schnell mal heilen. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Magie. Das Dumme ist, die greifen eher an, wenn ich Magie benutze. Oh, sehr gut. Okay, okay, okay. Erstmal hier ein bisschen was plündern. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ja, ich würde gerne so ein bisschen was mitnehmen an Rüstung, ne? Oh Gott, wir haben... Oh Gott, wir sind ja infiziert mit irgendeinem Mist. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich brauche nichts von denen eigentlich. Einen Hut können wir mitnehmen, das ist gut. Eine Hut ist immer gut. Travel Cloak, Grey Fur, das ist auch gut. Die nehmen wir auch mit. Ein Reiseumhang. Sonst brauchen wir von dem auch nichts. Das hat auch nur Mist. Au! Sei doch mal lieb zu uns, Mädel. Ja, ich will rennen, danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum bist du auf einmal böse? Du warst doch gerade nett. Also du hast zumindest nichts gemacht. Oh Gott, jetzt hat sie einen Dolch. Okay, das Kämpfen ist sehr interessant. Ich habe damit auch noch nicht viel gekämpft mit der Mod, muss ich sagen. Aber gib mir dein Arrow. Ach so, du verschwindest wieder und versuchst wieder zu... mit deinen Pfeilen irgendwas zu machen. Okay. Und komm, komm. Ah, seht ihr, ist schön. Geil. Ja, da war das Kämpfen nochmal erfolgreich. Wir haben unsere ersten Banditen zerhackt. Ja, Fur Armor und sowas nehmen wir mit, das ist super. Brown Fur nehmen wir auch mal mit. Hunting Bow, ne, haben wir. Iron Arrows können wir mitnehmen, okay. Oh, Mädel, bist du hübsch. Oder mal gucken. Ist sie wirklich hübsch? Na, ich will, dankeschön. Oh ja, sie geht. I really need to find a bed soon. Oh, darauf habe ich nicht geachtet, ist schlecht. Ja, und wie wir sehen, wir sind langsamer. Das liegt auch daran, dass wir erschöpft sind. Meine ich, und daran, dass wir krank sind. Wir sind schneller erschöpft durch die Krankheit. Oh ja, das wird echt toll. Ich habe noch keinen Schrein gefunden, an dem ich mich heilen kann. Geschweige denn den Heilzauber, mit dem wir auch... Oh, deshalb haben sie gekämpft hier. Und jetzt habe ich gerade Ultra-Lag, Leute. Ah, gerade sind richtig die Frames eingebrochen. Sorry für das. Aber wie gesagt, mein PC ist jetzt auch nicht der allerbeste. Eigentlich ist er ganz gut, aber... Ja. Skeever Meat brauchen wir jetzt nicht, aber den Tail nehmen wir mit. Cool, dass die jetzt auch Fleisch geben. Realistic Loot, oder Wildlife Loot macht das schon gut. Ja, jetzt bräuchten wir aber hier was, ein Bett oder sowas. Beehive Husk, sehr gut. Iron Ingot nehmen wir auch mit. Die Ropes können sie behalten. Nehmen wir mit. Oh Gott, Leute, wir müssen echt... Ich glaube, zum Staubmanns Grab gehen wir jetzt noch nicht. Warte mal, eine Apple? Stale, nee. Schal ist schlecht. Schal macht uns auch nur krank. Die nehmen wir noch mit. Okay. Brauchen wir nicht. Gut. Ich glaube, wir reisen gleich einfach nochmal zurück und versuchen uns erstmal von der Krankheit zu befreien, weil das geht ja so gar nicht. Das geht ja gar nicht. So, denn hier oben ist noch ein kleines Goodie. Oh, eine Scroll of Hysteria. Ist okay, können wir mal haben. Oh Leute, seht ihr das? Wir sind erschöpft und deswegen können wir auch gar nichts mehr tragen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann echt was geben in diesem Spiel. Wir müssen richtig darauf achten, was wir mitnehmen und was nicht. Ich bin gespannt. Das macht sehr viel spannender.
Wir sind fucking langsam. Sorry für den Ausdruck, aber wir sind wirklich verdammt langsam. Und da könnten wir jetzt abbauen. Seht ihr das? Das ist... Oh, ein Adler. Den könnte ich, glaube ich, auch abschießen. Mal gucken. Und dann essen. Also. Man braucht leider immer was zum Kochen dafür. Das heißt, in der Wildnis sich zu versorgen, ist auch nicht einfach. Wir müssen immer gut ausgerüstet weitergehen. Wartet mal, wie kann ich denn das überprüfen? Ach, wisst ihr was? Ich glaube, wir brauchen mal was zu essen. Ja, komm, nimm mal ein Ei zu dir. Sie ist voll, okay. Das ist gut. Das ist gut, wir haben auch nichts mehr getrunken, bevor wir los sind. Das ist auch schlecht. Wir können auch aus Flüssen trinken, aber das macht uns natürlich auch krank. Wie soll das auch anders sein? Okay, das war mal ein kleiner Abstecher. Habt ihr mal ein bisschen was gesehen? Dummerweise habe ich gerade nichts zum Krankheit heilen da. Und wir haben zwei Krankheiten. Nee. Da. Leute. Rock Joint. Rock Joint is an acute common disease affecting the victim's manual dexterity. Oh Gott. Melee weapons 35% less effective. Awesome. Und very tired. Carry weight minus 60, skills improve 50% slower. Oh, das ist schlecht. Ja, und deswegen geht auch der Speed runter. Okay. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal ausruhen gehen. Oh, die großen Reisen, die wir hier unternehmen müssen, das kann richtig was geben, Leute. Wir brauchen unbedingt ein Zelt dabei. Gut, wir haben ein Zelt dabei. Das will ich aber noch nicht ausprobieren, weil ich nicht weiß, ob es... Oh Gott, sind wir langsam. Oh Gott, sind wir langsam. Wir sind so tired. Ich höre ein Tier. Was war das denn? Oder ich höre irgendwas. Irgendein knabberndes Geräusch. Wo höre ich das denn? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht ausmachen. Aber auf jeden Fall ist hier, glaube ich, gerade was. Wo ist das Vieh? Da hinten. Ich habe was gesehen da hinten. Seht ihr, da läuft was, oder? Meine ich das nur? Irgendwo hier? Ne, da ist ein Schmetterling. Okay, aber wir müssen auf jeden Fall ein Bett finden. Zum Glück ist hier ja in der Nähe eins. Aber, Leute. Ich meine, hier müsste noch was sein. Hier ist ein Bau? Warum ist hier... Ich dachte hier... Okay, das ist strange. Das ist jetzt echt strange. Hätte ich jetzt aber was erwartet eigentlich, denn... Aber vielleicht müssen wir dazu erst was finden. Also Leute, ich kann es ja schon verraten. Es gibt Schatzkarten zu finden in verschiedenen Banditenlagern und ein Schatz müsste hier versteckt sein dann. Aber vielleicht gibt es den erst dann zu finden, wenn wir die Schatzkarte haben. Und ich höre nicht... Ich höre ein Geräusch. Es ist schön, wie realistisch diese Geräusche sind, aber ich weiß noch nicht, was dieses Geräusch bedeutet. Hier wird's leiser. Ich glaube, ihr hört es auch. Ich hoffe es zumindest, dass ich das laut genug kriege alles. Dass der Sound jetzt laut genug ist. Auch der Leute. Ich habe es lauter gestellt, oder ich habe es versucht lauter zu stellen, aber die Voices waren schon auf Maximum. Und auch der Master Sound war auf Maximum. Das heißt, die Voices werden nicht lauter. Ich habe nur jetzt die Musik und alles andere runtergestellt. Ich hoffe aber, es hilft. Ich werde auch versuchen, natürlich meinen Sound so abzumischen, dass das dann passt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal schlafen gehen. Wo machen wir das am besten? Haben wir irgendwo... Ja, wir können bei Fendal schlafen. Wir sind ja jetzt sein Freund. Oder wir können auch bei ihm schlafen. Okay. Komm, bevor wir schlafen gehen, was soll's. Wo können wir denn hier... Das ist schlicht. Ja, Wolfspelze weg. Dann kriegen wir Leder, das ist gut. Oh, das Kind können wir leider immer noch keinen machen. Moment, hatten wir nicht noch andere Pelze gefunden? Hatten wir nur zwei Wolfspelze? Ein Deerpelt hatten wir doch auch noch. Wieso können wir den denn nicht verarbeiten? Nochmal gucken. Nein, Miscellaneous. The White's Nordic Tailoring, das ist auch interesting. Ich glaube, damit können wir Cloaks machen dann. Feeling a bit peckish. Alter, die futtert ja auch, die Gute. Nee, können wir nicht benutzen, den Deerskin. Komisch, den brauchen wir aber auch für irgendwas, denke ich. Oh Gott, Leute, wäre ich froh, wenn wir schon weiter wären. Aber ich bin gerade sehr froh, dass wir doch Frostfall noch nicht anhaben, denn bedenkt, wie heftig das jetzt gerade ist mit den Sachen. Moment, wir haben doch was zum Melken, oder? Mal gucken. Hallo? Wartet mal. Kann ich dich melken? Ich kann sie melken. Ich hoffe, das war ein Sie, weil das Vieh hatte doch... War das eine Sie? War das eine weibliche Kuh? Wow, look at that robe. Are you a wizard? Yes, I am. Shall I show you some fire in the ass? No, it's okay. We're around here.
So I'll go easy on you. But don't get on my bad side. Ja, du bist der Schlimmste hier. Slightly thirsty, very tired and sober. Okay, also wir sind ein bisschen durstig, wir haben ein bisschen Hunger und... Keep your hands... Ah, wir haben Milch! So, mal gucken. Das wollte ich mich schon lange mal ausprobieren. Milch, hallo? Milch. Da, Milch. Decreased thirst, health plus 20. Milch ist gut. Milch ist supi. Ja, das ist awesome. Okay, haben wir mal Milch. Okay, also der Durst wurde gestillt. Durst zu stillen scheint auch in bevölkerten Gebieten einfacher zu sein als Hunger. Danke, das nehmen wir auch mit. Salz brauchen wir auch. Soul Gem Fragments sind völlig sinnlos. Völlig sinnfrei. So, wir müssen jetzt irgendwo übernachten. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wir sollten was essen, bevor es spoiled ist. Das habe ich auch eingestellt. Nach ein paar Tagen wird das hier alles spoiled. Ja. Danke. I'm full. Dankeschön. Sehr gut. Haben wir mal ein Stück Käse gegessen. Das ist okay. Können wir auch essen. Ach, wir wollen noch zu Feendahl. Alter, sind wir langsam. Guckt euch das mal an. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir regelmäßig schlafen, Leute. Verdammt. Ich habe auch eingestellt, dass wenn wir mal Fast Travel machen, alles um 50% langsamer runtergeht. War das hier Feendahls Hütte? Bitte lass das Feendahls Hütte gewesen sein. Ja, okay. Feendahl, ich brauche mal gerade was zum Pennen. Oh, Leute, es kann was geben. Das hatte ich mir nicht so übel vorgestellt, aber ist cool. Es ist cool. Es gibt so im Spiel eine neue Note, eine andere Art von Herausforderung. Ich bin gespannt, wie das dann ist, wenn wir mal wirklich Hügelgräber erforschen. Und etwas dergleichen. 12 p.m. heißt das nicht, wir haben 0 Uhr? Wir machen einfach mal 8 Stunden, komm, gesunder Schlaf. Ja, 8 Stunden ist gesund. 6 Stunden ist Minimum, Leute. Ne, merkt euch das. Und Energy Drinks helfen nur temporär. Nur für die Leute. Ne, wisst schon, was ich meine. I'm hungry and I could use a drink. Ja, ich bin immer hungrig. Mensch, Mensch. Die Gude hat immer Hunger. So, gib mir mal was zu futtern, Feendahl. Ich brauch was. Ja, Baked Potatoes. Genau, da könnten wir aus den Potatoes, die wir gesammelt haben, auch noch was machen. Ja, komm. Na komm. Ja, und dann nehmen wir noch ein bisschen Milch. Hält der nur 5 Minuten? Okay, super. Das Dumme ist, wir sind immer noch krank, auch wenn wir jetzt, Das ist schlecht, wie schnell man krank wird. Das ist sehr gut. Okay, das ist sehr gut. Brittle Leaks. Ja, so. Nee, warte mal. Mal durchgehen kurz. Salmon Steak. Ich habe eigentlich eingestellt, dass alles ausgeblendet werden soll, als das, was wir machen können. Das ist auch gut, aber da brauchen wir immer Salz zu. Salz ist hier sehr, sehr wertvoll, wie ihr seht. Brauchen wir für die Cabbage Soup Leeks? Nein, brauchen wir nicht. Okay. Wir können eine Cabbage Soup machen. Wir machen einmal Grilled Leeks. Dann halten die auch länger, meine ich. Oder ne, wir machen, ach komm, so viel wie geht. So, und ein Salmon Steak machen wir auch noch. Also ein Salmon. Salmon ist ein Lachs. Genau. Oh Gott, Leute, peinlich. So, wir müssen gerade nochmal überprüfen. Ich bin ja noch nicht so vertraut mit dem System. Warum sind wir immer noch sleepy? Okay, das ist schlecht. Ich weiß nicht warum. Es dürfte eigentlich nicht. Ich habe mich schon gewundert. Wartet mal, dann schlafen wir einfach noch mal ein bisschen. Schlaf doch mal 12 Stunden, Mädel. Verdammt, wir haben doch 8 Stunden geschlafen. Das muss doch wohl reichen. Und das hier zählt doch wohl als Bett, oder nicht? Währenddessen faulen unsere Nahrungsmittel. Das ist natürlich sehr gut. Okay, ja, aber warum? Warum? Ja, Hunger macht uns natürlich auch noch schwächer. Nee, das ist nur Regeneration. Warum tragen wir jetzt auf einmal zu viel? Warum ist sie immer noch sleep? Da ist irgendwas buggy, glaube ich. Okay, das ist schlecht. Nehmen wir noch ein bisschen Milch zu uns, weil die verkommt schnell. Ein bisschen lecker, lecker. Okay, unser normales Water ist weg. Okay, Durst ist weg und... Na komm. Mal richtig schön Potatoes. Dankeschön. Ja, das ist schlecht. Ich habe keine Ahnung... Oh Gott, Leute, wir sind ja noch langsamer jetzt. Jetzt gehen wir schon. Ich weiß nicht, wie wir das mit dem Dings machen sollen.
Mit dem Schlafen? Normalerweise ging das. Oder muss ich da unbedingt eine Bedroll für haben? Ja, das wäre sehr schlecht. Wie soll ich die denn machen? Oh Gott, und Leute, die Folge ist schon wieder rum. War keine so sehr ereignisreiche Folge. Ich bin immer noch ein bisschen am Kämpfen. Ich gucke jetzt mal, wie das mit dem Schlafen ist und schalte euch dann wieder rein, wenn es soweit ist. Lasst mir doch Kommentare, Bewertungen da. Ihr seht, dass hier der Speed etwas langsamer ist. Wir haben aber auch schon ein bisschen gekämpft. Das ist doch schon mal gut. Sagt mir ruhig, was ihr davon haltet. Würde mich interessieren. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Blub. Skyrim.